Adrenalin, wie soll der echt rein? Ist doch nix. Ja. Dieser Anzug, ja. Was ist denn das eigentlich, was da ausströmt? Ist das der Virus oder ist das irgendwie so flüssiger Stickstoff oder irgendwas? Ganz viel Virus ist das. Ganz, oh Mann ey, diese Kacke. Schon wieder. Also ich bin nur beim ersten Mal erschrocken. Alter, das Ding 012. Da waren nicht drin, gell? Bis jetzt. Meinst du, das macht irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Caution lights on. Also wenn man in die Nähe davon kommt, dann spürt man das Verlangen, das Musikstück zu vollenden mit seinem eigenen Blut. Und wo ist es jetzt? Horst, Dora. Das ist da wahrscheinlich. Alter. Hä? Ich mach nichts. Aber ich kann noch weg. Hörst du das? Hört sich krank an. Ja? Du drückst jetzt nichts. Nee, ich drück nichts, der läuft von alleine. Was ist denn bei uns passiert? Das ist ein Notenblatt. Das ist ein Notenblatt. Nicht, dass er sich jetzt umbringt, deswegen. Aber ich kann auf jeden Fall noch weg, das ist zumindest gut. Mach mal. Dann probieren wir es aus. Hast du das gelassen? Oh, okay, danke. I have to finish it. Ah, der macht sich kaputt. Ja. Okay, wir gehen mal wieder raus. Der hat sich bestimmt geritzt. Gehen wir lieber wieder raus. Okay, uns geht's wieder gut. Ich hab Angst, Junge. Was geht hier? Der ist in einem Glasbehälter, habe ich gelesen. Oh, Junge. Oh, Junge, was ist das? Da geht's nicht rein. Ja. Also, was macht die? Die schickt irgendwie Hirnströme an denjenigen, der die Maske aufhat, und die überlagern die eigenen Hirnströme, und dadurch wird man hirntot und die Maske verfügt dann quasi über deinen Körper. Ja. Und du wirst davon angezogen. Du musst die aufsetzen, sozusagen. Man verspürt das Verlangen, die Maske aufzusetzen. Closed? Closed. Gas Waves. Waves. Was ist das denn? Oh, da ist einer reingegangen und hat die Maske auf. Ah, die lacht noch. Sie lacht noch. Ja. Ah, die kann ihr Gesicht ändern, habe ich gelesen. Ja, ja, klar. Willst du aber aufmachen? Willst du speichern aufmachen, Mann? Cannot carry more. Das brauchen wir nicht. Was sagt da? Addendum. Ja, setz mal die Maske ab, dann machen wir auf. Speiert. Gas Waves. Moment, töten? Ja, schon mal alles. Wir sind voll gespeiert, ne? Dann kriegen wir wahrscheinlich die Maske ohne den Kick, oder? Wenn er stirbt. Oder überlebt und wir gehen jetzt rein und werden gekickt. Mach mal Gas aus und wir gehen rein, oder? Lebt noch. Ich will sicher sein. Alter, what? So, you really don't want to leave this place alive, do you? You know there's no way a lone D-Class like you will make it. Ja, da hat er gesagt, er kann auch über die Körper irgendwie verfügen, wenn sie tot sind. Ja, aber das ist für Kranke. Und die Körper, kann sich ein Körper noch bewegen, auch wenn es physikalisch eigentlich unmöglich. Jetzt hat er bestimmt das böse Face. Mach mal Gas weg.
wäre voll gruselig, wenn er von unten jetzt kommen würde. I'll give you one more chance here. Just open the chamber doors and we'll forget about this little gas incident. Warte mal. Wir haben ja gespeichert, mach. Guck, wie der so macht. But I have no further business with you. Ach, I have no intentions of taking a person who earned their imprisonment with me. But for the sake of my freedom, the simplest way for you to get out safely is to go and find a CP-012 in the light containment zone. If you can read between the lines, it'll be as interpretable as a map. Good luck. Was? Ich hab nicht alles verstanden. Ich auch nicht, hat er uns irgendwie Tipps gegeben. Jetzt pass mal auf, wie das da steht, ey. Ja, der ist doch da jetzt raus, oder? Da ist er raus, ja. Oh. Hörst du dieses tiefe Wummern? Das war vorher nicht da. Dieses Wummern war vorher nicht da. Ich will da nicht rein, bitte. Geh da rein jetzt. Komm, das ist der Zombie, oder? Alter Verwalter! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was sagt der? Silence? Alter. Wow! Geh weiter! Geh weiter! Ich hab die voll abgehängt, Junge! Kann er die Wände gehen? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, wir. Was machen wir? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Nein! Jetzt! Jetzt. Was? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und dann müssen wir wieder zum Electrical. Aber dann, da ist er auch wieder dran. Listen carefully. You need my help. Okay, Alter, stimmt. I need your help. You have disabled the remote door control system. Voll vom Friseur. Now, I am unable to operate the doors. Aber jetzt this makes it significantly harder for me to stay in control of this facility. It also means your way out of here is locked. Your only decent way of escaping is through Gate B, which is currently locked down. I, however, could unlock the doors to Gate B if you re-enable the door control system. If you want out of here, go back to the electrical room and put it back on. Until then, I have no business speaking to you. Der ist voll huge, Mann! Gell? Bin jedes Mal überrascht. Und er steht sogar ein bisschen im Boden schon. Those skinny legs. Der ist noch... noch größer. Und jetzt wird's gleich übrig. Aber jetzt kann man dann nicht durchgucken. Ich glaube, von der anderen Seite kann man durchgucken, von der da nicht. Schau mal, der Schalter, der schwebt ein bisschen vor der Wand. Drück. Siehst du das? Nein. Ja, stimmt. Schau, da ist jetzt ein Schmutz an der Wand und jetzt wird der Schmutz. Ich hab nicht gedrückt, das ging von alleine. Don't look where it takes you. Indeed. Geht das jetzt, wenn man den zuerst anmacht? Glaub schon, oder? Hm. Huh? Nein! Du hast ihn verkackt, Junge! Renn, renn! Renn raus, bitte! Geh! Okay. Oh nein! Komm, geh! Ist nichts! Echt jetzt? Kommt er jetzt? Ja, Mann! Na klar, der hat doch rumgeschrieben, Mann! Der kommt schon, renn! Da war ich doch letztes Mal auch. Da war ich doch letztes Mal auch. Ich hab ihn doch gar nicht angeschaut. Meinst du, du kannst ihn da
Ja, geil! Scheiße. Der hat ab und zu solche Anfälle, glaube ich. Oder meinst du, es kam von dem Rauch? Ich glaube, es kam von dem Rauch. Ja. Ich habe ihn noch gar nicht angeschaut, Mann. Nein. Nicht gut. Meinst du, wir können ihn dann containen? Lieber in die Richtung habe ich Platz zum Ausweichen. Bisschen zumindest. Kunde. Eigentlich müsste man immer noch den. Hey, der ist schlau. Ich dachte, der läuft jetzt hier. Nein, was für ein Penner! Das ist jetzt nicht so gut. Nein! Hat er uns. Scheiße, schon wieder. Oh, blöd, ey. Gerade für seine Containment-Zelle. Also, das Motto hierbei ist jetzt rein, raus, tschüss. Ich mache hier erstmal Platz im Inventar. Da vorne liegt das Metal Plate und der Radio Transreceiver. Transceiver. Nee, oh no. Nein! Kack! Jetzt muss ich mich heilen. Zweimal. Okay. All your wounds heal. Du hast ja die Pille genommen. Ja. Hörst du? Ja, ich höre das. Er macht gar nichts, schau mal. Der schmeißt das weg in den Mülleimer. Sollen wir mal reingehen? Klar. Ich glaube, das haben die absichtlich gemacht, dass er hier nicht mehr einfach die Tür aufmacht. Ja, Junge, bleib doch bitte draußen. Wow, das steht aber anders. Das habe ich Angst. Jetzt hast du das Event getriggert, wenn du wieder angegangen bist. Ja, guck jetzt ist es kaputt gemacht. Ja! Der macht auf, Junge. Das Notenblatt ist entkommen. Das sind alle Türen offen. Das Notenblatt ist ausgebrochen. Schwebt jetzt durch die Ding Foundation. Facility. What the fuck? Wieso sind jetzt beide Türen zu? Hast du gesehen? Ja, du musst nochmal drücken. Der eine ist jetzt offen, oder? Jetzt sind beide offen, oder? Ja. Alter. Was ist denn das für ein Fuck? Aber geil war es irgendwie. Also, probier aus. Bevor wir sterben. Nicht. Probier 420. Einfach 420? Ja. Das macht was. Memory Access Relation. Ja, nimm. Good as shit. Ah. Okay, nächstes. Pain. Pain. Was soll das bringen? Cup of Pain. Hört sich gut an. Rage. What the fuck? Fett. Okay, der da. Oh, geh doch nicht rein. Ich mag den. Wir haben ihn in den letzten Episoden gar nicht mehr gesehen, oder? Obwohl wir da drin waren. Echt? Waren wir da drin? Ich geh da nicht rein. Ich hab den schon ewig nicht mehr gesehen. Du bist die Nächste. Boah, ja. Da war der andere.
das, da gibt es jetzt die Pille. Ja, hol dir schnell die Pille und dann geh zum Aufzug, weil dann läufst du so ein bisschen in die Richtung. Verstehst du? Hab ich sie? Ja. Das war jetzt eine gute Ausbeute eigentlich. In der Zone geschafft, ich habe hier die Pille. Hashtag da, wo die Pille ist. Irgendwie hat es geschrieben. Ding ist halt, ja. Meine Stamina ist im Eimer. Das hat es jetzt nicht so gebracht. Ja. Leute. Ich will wissen, was passiert, aber wir gehen einfach direkt zurück jetzt. Da, ne? Nein. Nee. Soll's dir läuten. Meinst du? Ja. Ding dong. Rechts. Oder? Jetzt da. What? What? Den haben wir letztes Mal schon gesehen an der Stelle. Ja. Aber es waren jetzt beide. Ja, das waren es beide. Wahnsinn. Was nicht. Oh mein, oh mein, da muss ich jetzt wieder durch so einen roten Raum. Alter! Der kommt immer an so herstellen. Soll ich herstellen? Geil. Das ist geil, Junge. Gott! Alter, fuck. Ist der größer geworden? Weiß ich nicht. Der war ja übermäßig größer. Kurz Moment dachte ich, what the fuck? Jetzt kommt er. SCP-682 just broke out at Gate B. I want all available helicopters and MTF units at Gate B now. I repeat, SCP-682 is out of the facility. All available helicopters and MTF units to Gate B now. Blast Shelter. Ist das ein Blast Shelter? Voll Spaß, dass man hier nochmal einen Keycard braucht, wenn man eben einen Keycard braucht, um hier reinzukommen. The Ring, SCP-14. Ja, also ich glaube, das war so, dass wenn man diesen Ring anzieht, sich an den Finger steckt, dann wird man müde und schläft ein und wacht von alleine nicht mehr auf. Und wenn man den aber abgenommen bekommt, den Ring, wacht man wieder auf und fühlt sich total erholt. Auch wenn man nur minutenlang geschlafen hat oder so. Was soll ich denn raus? Boah! What the fuck? Achso, das ist doch die. Alter! Wo? Oh. Ja, war das schon zu lang? Das ist doch dieses Treppenhaus da zu dem Sarg runter. Ist nett. Du musst viel weiter zurückgehen. Das ist wieder viel zu mittig jetzt. Nein, weiter. I'm the King. Im zweiten Anlauf, ja. So. Na, drei hast du mehr geschafft, oder? Natürlich. Machen wir gleich voll.
Wie war das jetzt? Ich hab's schon wieder vergessen. Von Level 3 kommt man nicht auf. Auf War. Mit Fein auf Level 4 angeblich. Naja. Na, dann glaub ich's mal. Guck, Fein funktioniert viel besser. Ja, jetzt mach Fein auf Level 3. Nein. Da ist ein Scheiß dabei. Ja, aber theoretisch, wenn er 106 angebaut hat, dann reichen uns die Level 3 gerade. Weil mit der Level 3 kommen wir in 106 in die Zelle. Dort liegt eine Level 4 Karte. Mit der Level 4 Karte kommen wir in den Raum mit SCP-420J und da ist eine Level 5 Kicker dran. Und die ist ja in etwa gleichwert mit der Omni-Karte. Ja. Den brauchen wir, das ist gut. Gibst du mir die Folge auch gleich mit? Ah ne, oh, du musst erst gerendert. Nein, nicht. Ja, aber der sagt ja da nichts. Der sagt ja erst was, wenn es im Loading-Screen kommt, wenn das Spiel lädt. Ja, aber das ist. Dann hörst du auch, wie wieder labert. Ah, das wäre schon mal gut. This place will burn. Alter, das haben wir noch nie. This place will burn, so nennt man die Episode. Das ist SCP-1025. Das ist die Encyclopedia of Diseases. Das wurde jetzt scheinbar auch gelöscht. Wahrscheinlich eins der 5 neuen SCPs. Ja, dann machen wir was, oder? Kann man da was machen? Das ist ein Buch, in dem Krankheiten stehen. Und die Krankheit, die man gelesen hat, deren Symptome weist man dann im späteren Verlauf auf. Ich weiß nicht, ob inwiefern das ins Spiel geedet worden ist. Probieren wir es aus. Ja. Tense of the Lungs, oh nein. Ich will aber das andere. Geiler. Ach ja, ein Buch können wir auch verrecken. Ja. Komm, jetzt lesen wir, wie wir ordentlich verrecken, Alter. Les. Common Code. Oh, eine Erkältung bloß. Ist ja langweilig. Da verrecken wir doch nicht, Mann. Kannst du nochmal lesen? Ja, wobei, wenn's. Nee, kommt da immer nur dasselbe.